Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Willkommen zur 59. Episode auf meinem Weg zu 1 Million Gold. So, ich habe jetzt, das Einzige, was ich jetzt gemacht habe bisher, war die paar Stapel, die ich noch so drin hatte, also alles, was mindestens 5 war, rauszunehmen. Die Sachen hier, Leichtsteinerz, Imperium und Teufelsschiefer habe ich jetzt nur rausgenommen, um das eventuell zu stapeln. Vielleicht kaufe ich noch ein bisschen was. Ich habe Post, da noch keine Optionen ausgelaufen sind, ist es also ziemlich sicher, dass es Verkäufe sind. Und wir gucken mal, was denn hier so alles. Oh, ja, alles klar. Okay. Verkauft wurde. Wir haben Ice Dawn. Habe ich gestern reingestellt. Ice Dawn. Ice Dawn Froststoff. So ein bisschen Froststoff ging auch weg. Astralhalttränke. Gut, die waren natürlich dermaßen günstig. Habe ich die reingebrettert, dass es klar war, dass die weggehen. Viel hatte ich auch nicht mehr. Astralhalttränke. Runenstoff, Stände, Elune. Seidenstoff. Okay, davon hatte ich ja noch ein bisschen was. Seidenstoff, Chaoskristalle sind weg. Das ist ein schöner Preis. Chaoskristall, 5er. Ich glaube, es sind alle weg. Hier auch, hier kommen die Zweier. Pläne sogar verkauft. Tödlicher Bronzeponja. Netherstoff und hier kommt das Imperium. Oh, das ist aber einiges an Imperium. Wie viel hatte ich eigentlich? Hatte ich so viel? Ich überlege gerade, ich weiß nicht genau, wie viel ich hatte, aber das ist ja eine ganze Menge. Imperium. Gut, das nehmen wir mal alles entgegen. Jetzt kommt wieder Kohle rein hier. Schön. 47. Da sind wir schon. 604. Oh, jetzt kommen die großen Beträge. Gut, wieder 22, 24.000. Das ist so fast genau das, was ich gestern eingenommen habe. oder häufiger jetzt eine. Ich liege immer so im 20.000er Bereich. Gut, dann werde ich mal kurz gucken, was überhaupt noch. Ob ich überhaupt noch Imperium drin habe. Oder irgendwie. Was habe ich hier? Geschmückter Brustharnisch. Ob ich noch Heiltränke drin habe. Wie gesagt, gestern habe ich ja gesagt, hier ist noch Imperium. Viel ist nicht mehr. Das heißt, ich bin wahrscheinlich unterboten worden. Ich gucke mal, da ist auch noch Teufelsschiefer. Okay. So, aber ich sehe keine Heiltränke. Ich bin schon ganz unten. Jo. Keine Heiltränke, also habe ich alle Heiltränke verkauft. Ich stelle kurz mein Zeug hier rein. So, Tupfelfinne, immer noch drin, für einen ordentlichen Preis, also. Gut, Rheinstein kostet ja nur 50. Nein, wieso habe ich denn keine 5er gemacht? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. War schon vorangegeben, weil ich das letztens so reingestellt hatte. Gut, zartes Wolfsfleisch. Aber das kaufe ich. Sind ja nur 6 Silber. Hole ich gleich ab. Echt Brennnessel. Das ist ja kein Preis hier. Das ist ja gar nichts. Ich überlege, ob ich das mal alles aufkaufe. Wir machen uns mal den Spaß. Ich kaufe das mal alles auf. Das sind ja eh keine. Das ist ja kein Betrag hier. Das ist ja kein Geld. Kein Gold ist das hier. Ich kaufe das auf und haue das mal für 1,49 rein. Obwohl ich kaum glaube, dass das wer braucht. Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal verkauft habe. Wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, Lichtblüte habe ich noch drin. Stellen wir wieder rein. Da stand eben gerade noch 50 Silber. Das war der letzte Preis. So, das ist schön. Und hier noch ein Zweier rein. Jetzt schon bei über 6 Gold. So, Mithrilkupferrelle. War auch schon mal drin. So, 49 Silber steht hier. Das war der letzte überprüfte Preis. Ist jetzt 1,50. Das ist super, das bietet sich richtig an. Wenn die natürlich auch für den Preis weggehen, wäre natürlich schön. Hier Muschelrückengruppe, was haben wir hier? Das war 5 Gold zuletzt. Ah, fast 86 Gold. Kauft nie einer. Also, gerne mal ein bisschen mehr angeben, aber hier, das kauft doch keiner. Nicht für den Betrag. Also ganz im Ernst. Ich mache mal 2 Vierer. Dann sieht das auch nicht so teuer aus. Muss man ja auch mal ein bisschen tricksen. So, ich hole jetzt schnell das Fleisch ab, was ich gekauft habe. Ach ja, und diese Brennnessel, genau. Recht viel sehe ich gerade. Das ist ja doch ganz schön viel. So, Fleisch rein. Für den Betrag, das mache ich, nee, ich wollte das eben für 2 Vierer, genau. Das muss weg, aber irgendwie zum vernünftigen Stapel. Das sind 4 Gold, aber es ist immerhin besser, als nur ein paar Silber zu bekommen.
Einer mit. So, jetzt die Brennnessel. Da gehe ich mal auf 2,36. Ist natürlich schon heftig, weil man weiß natürlich nicht, ob das überhaupt jemand kaufen würde für den Betrag. So, ich mache 8,25er. Kostet 1 Gold 12 für 48 Stunden. Wenn das wer kauft, super. Wenn nicht, Pech gehabt. So, und hier mache ich 2 Zehner und 2er Stapel. Und ein Zweier, oder ich heb das auf. Ich probier's trotzdem mal. Vielleicht brauche ich einer oder zwei. Weiß dann zwar nicht wofür, aber. So, jetzt gucken wir mal nach schönen Sachen zum Aufkaufen. So, Fläschchen des siebten Dämons. Tierisch teuer. Tierisch teuer. Die verliert nicht so schnell am Wert, wie ich eigentlich dachte. Die waren mal, glaube ich, auch unter 400. Aber jetzt sind sie wieder tierisch gestiegen. Hier, 14 Stack für 3000. So teuer waren die ja noch nie. Die haben vom Jahr, also als ich angefangen habe, mal die Serie zu machen, als ich hier den Dämonenjäger gespielt habe und wir angefangen haben, da waren die bei 1000, etwas über 1000, jedenfalls hier. Ne? 4 Stacks a 200, das 75.000 Gold. Okay, da kann ich mir gar nicht leisten. Ne, hier kann ich leider nicht einsteigen bei den Chaoskristallen. Die Knete habe ich nicht. Sternlichtrose war gestern bei 78. Ist heute bei, keine Ahnung, unheimlich viele Seiten voll mit dem Zeug. Wahrscheinlich viele 1er Stapel, 200 mal 1 oder sowas. 77. 146, ich wusste es, 146 Stacks a 77. Aber da mache ich ja auch nicht viel Gewinn. Das sind ja nur 3 Gold hier. 3 Gold und 9 Silber und 99 Kupfer. Ne. Lass ich. Astralwinde, gucken wir auch tierisch. Wir haben ja gestern schon erwähnt, tierisch im Preis gestiegen. Leylichtsplitter, gucken wir mal hier. 72, die könnte ich kaufen für 72. Vielleicht kaufe ich die für morgen. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Oder knall die heute noch rein. Aber weiter unten dann. Wenn ich für 72 kaufe, würde ich wenigstens ein Plus von 5 Gold haben. Das heißt hier bei 77. Ich würde genau 77 nehmen. Ich kaufe mal die 19. Ein bisschen Knete habe ich ja zur Verfügung. So, die kaufe ich alle auf hier. So, weiter Lechsteinerz. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal Haustiere mal da ein bisschen gucke. Also ich habe eine Zeit lang habe ich auch Haustiere verkauft. Okay, bei dem Erz hier, das lohnt sich überhaupt nicht. Da müsste ich ja unheimlich viel aufkaufen, aber es war gestern genauso. Machen könnte ich das ohne Probleme, denke ich mal. Ich habe jetzt alles nicht durch, habe jetzt hier nicht alles durchgerechnet, aber das ist mir einfach zu viel durch jetzt. So, Teufelsschiefer. Auch Seiten noch. Okay, ist bei 27. Ich weiß nicht, was ich gestern ausgegeben habe. Hätte ich hier vorher raufgehen müssen. Dann hätte ich es noch gesehen. Können wir kurz die History angucken hier. Gestern war es bei 30. Gestern war das günstigste bei 30. Ich war auch der günstigste, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Nee, das lohnt sich auch nicht hier. Ein bisschen was könnte ich kaufen, aber für 3 Gold hier. Komm. Empyrium, gucken wir mal. Wurde ich auch unterboten, weiß ich, weil ich ja noch welches drin habe. Ist jetzt bei 28,80 und war gestern bei 29,5. Okay, und ich habe es drin für 29. Okay, das lohnt sich auch nicht hier. Das für 1 Gold gewinnen. Die lasse ich drin. Wenn die morgen noch weggehen, wäre super. Ich weiß nicht, ob ich morgen reingucken kann. Guck mal hier. Astralheiltränke, wo sind die denn alle hin? Ich mach's mal witzig und kauf mal die 3 hier. Ich habe gesagt, ich wollte keine mehr kaufen. Ich knall die rein für 249. Wenn die weggehen, gehen die weg. So, restliche Kobaltbarren hier. Den Kram interessiert mich jetzt auch mal hier. Der Kram interessiert mich nicht so. Vernünftiges Deutsch gewesen. So, nehme ich gleich es entgegen, stell's wieder rein. So, jetzt. Die mache ich mal auf 2,49, 3 Einser. Denn die Splitter, und das waren eigentlich auch mehr, habe ich ja gar nicht gekauft hier. Das heißt, auch kommt was aufgegeben. Nur 2000 Gold ungefähr. Wo wollte ich hin? Hier bei 77. Ich nehme auch genau 77. Obwohl, was ist denn? Ich nehme mal 77,55.
Dann liege ich irgendwo dazwischen, weil die zwei Einser werden schnell aufgekauft sein. 1A10. Was? Nein. 3A5. Und dann mache ich noch 2 Zweier und dann ist das auch gut so. So. 2A2. Zack. Rein damit. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich jetzt hingehen werde. Ich glaube, ich werde meine Innie machen und ein bisschen über durch Quelder Nas heizen und mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe oder wie es dann so aussieht. Vielleicht noch ein bisschen Standard Questen und Farmen, obwohl es gerade nicht so Bock macht. Aber da muss man auch durch. Ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Ich meine, Lichtblüte und so, das verkauft sich ja immerhin noch für ein bisschen Gold. Jetzt konnte ich ja nicht viel flippen. Aber ich weiß ja nicht, auf was ich noch so stoße. Von daher, ja, werden wir sehen, wenn ich zurückkomme. Ne? Wir sehen uns dann so, Leute. Ich bin wieder zurück, nach etwas über einer Stunde, über anderthalb Stunden sogar. Ich war nur kurz auf Quell der Nass. Halbe Runde habe ich gemacht, dann ging meine Innie auf. Und ich habe ja vergessen, dass jetzt skaliert wird. Ich habe mich aber gewundert, warum Quell der Nass, was eigentlich 70er-Bereich ist, warum der jetzt 77 ist. Ich dachte, es wird nur in Bereichen skaliert, so in der Art wie... Ja, also Klassik ist dann 1 bis 60 und das je nachdem, wo man sich aufhält, seine eigene Stufe da, also die Gegner die Stufe haben, so ähnliche Stufe zumindest. Ja, aber Quell der Nass war ja nicht 70 bis 80 oder so. Also gut, ich habe mich gewundert, die sind ja 77, 78. Ich bin jetzt 79 geworden. Und was ich halt komisch fand, war, dass sie mitskaliert werden. Entweder habe ich es nicht richtig gelesen. Das heißt, ich könnte, egal wo ich bin, haben die immer meine Stufe jetzt. Also ich habe das vorher anders gelesen. Ich habe leider nicht weiter durchgelesen. Aber Kaiser Franz meinte auch gestern zu mir, dass sie irgendwie schon... Sie konnte nach Katar, also ins Katar-Gebiet und gleichzeitig aber schon nach Pandaria. Das war irgendwie auch schräg. Also, wahrscheinlich wird das überall skaliert. Das finde ich natürlich blöd, weil... weiß ich nicht. Da kommt man halt durch bestimmte Gebiete, wenn man einfach nur schnell farmen und so, wenn man ständig angegriffen wird. Und so war es eben auch Quell der Nass. Die haben mich ja ständig auch dann runtergeholt vom Bock hier und so. Das war ja total blöd und das hat einfach zu lange gedauert, da meine 3 Runden wie sonst früher zu machen. Also habe ich das jetzt gelassen. Bin stattdessen dann wieder hier Stromgipfel. Hab da weitergemacht und hab halt meine Innie noch gemacht. So, jetzt muss ich erstmal das verhökern, was hier... Schrott ist, das ist alles seelengebunden und das sieht auch nach nichts aus. Was war das hier eigentlich? Eine Kette? Ja gut, ja, weg damit. So, dann auch weg. Oh, wird beim Anlegen gebunden. Irgendwas des Banditen. Sieht nach nichts aus, aber hat halt ordentliche Stats drauf. Das ist hier nur so ein Kommunikator. Der hat auch keinen Nutzen jetzt. Oder den kann man nicht verkaufen. Also da... hier, Relikte habe ich auch noch, die hebe ich auf, obwohl ich es jetzt nicht wirklich brauche. Das war auch so eine Questbelohnung hier. Da ist irgendwas zu fressen, braucht auch keine Sau. Sporiger Pilz. Ich meine, ich könnte ihn aufheben. Ich packe ihn einfach rein hier, für den Fall der Fälle, dass man mal schnell was futtern muss, weil der Rest gerade hier Ablenkzeit hat. Und ja, das war's hier. Seid vorsichtig. Ne, da war noch was, habe ich gerade gesehen. Da war noch was. Wir haben geöffnet. Ja. Der ganze Krempel kann auch noch weg. So, ich habe schon was verkauft, das habe ich gesehen. Also Imperium auf jeden Fall einmal und Goldrenit. Das ist das, was ich jetzt eingesammelt habe. Also ein bisschen Adamantit, bisschen Netherstoff. War ein Zeitwanderungsdungeon heute mal wieder. Frostlotus, ja hier, Eisdorn. Eisdorn hatte ich verkauft. Lichtblüte auch noch da. Also alles jetzt nicht so weltbewegend hier, aber ist okay. Ist immerhin ein bisschen was. So, Goldrenit. Hä? Was? Ich komme gerade selber nicht drauf klar. 945 Gold? Das ist doch nur so ein kleiner Stein, ist ja nicht mal blauer, so wie Edeltopar oder so. Goldrenit. 945. Ich glaube, ich habe gar nicht geguckt, was überhaupt der Preis war. Hab das alles reingescheuert da. Huh. Also da muss ich jetzt mal ganz schnell gucken. Ich komme gerade gar nicht drauf. Da muss das Ding ja für über 1000 Gold drin gewesen sein. Oder fast 1000 Gold. Erstmal gucken wir hier. Imperium, ja, noch einmal verkauft. Volvo einer, achso, das ist ein kleinerer Stapel. Ein 10er oder so. So, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Gold, Drainit. 2000...
tatsächlich dieser Goldring. Was geht hier gerade ab, wofür der jetzt gebraucht wird, was den so teuer werden lässt? Ah, jetzt ärgert mich, dass ich nicht sondieren kann. Wie hoch wäre die Chance, hier Goldrinne zu bekommen? 19%, immerhin. Oh! Und ich wundere mich. 2500 Gold für das Gelumpe. Ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde sich das schon wiederum lohnen, durch Quelle nass zu heizen, da war, wenn ich mal 2-3 Stück davon bekomme, was eher selten der Fall sein wird. Aber ich muss mal morgen gucken. Ich muss echt mal morgen gucken. Das ist ja der Wahnsinn. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ha! Kommt mir vor, sind Latschen gerade irgendwie. So, 2, 5, 2. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Und ich habe, wie gesagt, wirklich nicht drauf geachtet. Ich. Voll perplex gerade. So, anbieten werden wir hier nicht viel von den Sachen. Ich werde hier Lichtblüte noch anbieten. Da habe ich ohnehin schon welche drin. Dann Mana Distel. Die beiden, da habe ich auch noch zwei. Ich bin der Einzige, der die anbietet. Wahrscheinlich braucht die auch kein Ferkelchen hier gerade. So, hier wurde ich unterboten. Ist egal, ich knall die so mit rein. Und dann nur noch den Eisdorn mit rein. Den Rest werde ich einlagern. Jetzt könnte ich natürlich noch mal schauen. Hier im 5er mache ich auch noch. Stimmt, ich habe ja vorhin meinen Eisdorn oder gestern meinen Eisdorn verkauft. Also 5, der Rest wird eingelagert. Nochmal kurz schauen, wie. Ich komme nicht klar auf Gold, René. Kaufen kann ich den nicht. Ich müsste wirklich farmen. Aber richtig dicke. Alter Schwede. Gut. Wie auch immer. Werde ich wahrscheinlich machen. Vielleicht farme ich noch. Echt. Gut. Saroniterz war nicht das, nach was ich gucken wollte. Empyreum wollte ich nochmal gucken. Was mich irritiert, hat er im 15er Stapel gekauft? Muss er ja, denn ich habe ja gar nichts anderes angeboten. Und so, hier, 435 Gold, das war ja irgendwie ungefähr das, ne? Schreck, Alter. So Goldrenit. Macht mich voll fertig. Ich muss mir überlegen, ja, ich muss jetzt wohl den Krempel farben, weil ich brauche Goldrenit. Wenn das einer kauft. Wie auch immer, Imperium ist das bei 26, lohnt sich nicht für mich. Wir gucken noch mal Astralheiltränke, da könnte ich jetzt noch der günstigste sein. Ja, im Moment braucht das wohl keiner. Lass ich drin. Ich glaube, ich werde gar nichts weiter großartig kaufen hier, denn ich habe da jetzt auch nichts wirklich. Teufelsschiefer lohnt sich nicht. Der Rest lohnt sich auch, wird sich nicht großartig verändert haben. Wir gucken noch mal kurz bei Chaoskristall. 333! Sofort her damit. Was haben wir noch? Hier, 366. Zack. Ich habe ja gar keine mehr drin, ne? Ey, die werden ja gerade gekauft, wie... ein Stack A53. 19.000, die kaufen! Gib her! Ganz im Ernst, ich weiß, wie einige werden denken, mein Gott, der Typ, der kommt doch nie auf 60.000. Aber ich war schon auf 60.000, also bleiben wir ganz ruhig hier, ne? 4 Stacks A200, okay, die kann ich jetzt nicht kaufen. Was habe ich zuletzt ausgegeben? Scheiße! Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ist okay. Ist okay. Ich gehe hier bei 400 rein. Ich werde für 400 anbieten. Jetzt war wieder, wie sagt man, der Appetit größer als der Magen. Aber das sind ja Preise. So, zack. Ey, das muss ich. Das sind genau 100. Sehe ich gerade. Das sind genau 100. Ach, was freue ich mir. So. 400. Das heißt, ich muss hier rein. Komme ich auf 475. Also 475 Silber. Da ich davon so viele habe, mache ich 10 A10. Das sind 4007 Gold.
Aber wer es braucht, wird es ausgeben. Also rein damit. Schöne Sache. Und auch den Goldrenit. Also da werde ich nochmal farmen. Den kriege ich wahrscheinlich ein bisschen häufiger. Selbst wenn ich alle 20 Minuten nur einen bekomme, dann habe ich davon mehr, als wenn ich jetzt diese verdammte Adamantit hier einfach nur farme. Ja, okay. Das wäre es dann erstmal hier gewesen. Ich komme gar nicht drauf klar. Also wirklich. Ärgert mich, dass ich so wenig davon hatte von diesem Goldtraining. Habe ich ja nur einen gehabt. Gut. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Und wäre echt super Knorke von euch. Garantiert ohne Nebeneffekte. Ich konnte den Satz nicht richtig beenden. Ja, gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns bei der 60. Episode demnächst in Kürze. Bald, gleich. Morgen vielleicht. Und ja, haut rein. Ne? Bleibt fit und bis dann. Ciao, ciao.
Ich brauche ein Ziel. Zeit, aber ich habe keinen Besuch erwartet. Ich habe mich gar nicht gesehen.